super, da ist gerade die Ladestation frei geworden. Das kann passieren, muss aber nicht unbedingt passieren. Habe ich eigentlich wenig Bock, dann nochmal die 500 Meter zur Ladestation zu laufen. Das ist doch irgendwie logisch, oder? Dass hier nicht praxistauglich gedacht wurde. Und dann fragen die mich natürlich alle, was mit mir nicht in Ordnung ist. Also man kriegt nicht mehr Kunden, sondern im Zweifel sogar weniger Kunden an die Ladestation. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Wort zum Freitag, diesmal wieder aus dem rollenden Skoda. Das passt ganz gut, denn wenn man mit einem Elektroauto unterwegs sein will, wenn man damit fahren will, wenn man damit mobil sein will, dann braucht man Strom, klar. Und den will man ja auch irgendwann irgendwo mal laden. Und ob man den jetzt entweder zu Hause lädt oder ob man den jetzt an irgendeiner öffentlichen Ladestation steht, ist ja grundsätzlich eigentlich so vom Gedanken erstmal egal. Man lädt eben Strom und fährt. Aber wenn man öffentlich Strom laden muss oder will, dann ist man häufig so ein bisschen verwundert und ein bisschen auch durcheinander, wie das denn eigentlich funktioniert. Denn das wisst ihr alle selber und darum soll es jetzt in diesem Video nicht ganz speziell gehen. Dazu gibt es demnächst nochmal ein paar Sonderfolgen. Man steht erstmal vor dem Problem, dass man irgendwie diese Beschilderung, die an diesen Ladestationen dran sind, verstehen muss. Und wir blenden einfach mal hier so nach und nach so ein paar unterschiedliche Beschilderungen ein. Und daran könnt ihr schon sehen und daran verzweifeln sicherlich auch manche Leute. Die Beschilderungen sind irgendwie gefühlt in jeder Stadt und in jeder Kommune anders. Und die Regelungen unterscheiden sich teilweise schon, wenn man von der einen in die andere Kommune irgendwie rüberfährt. Und mir geht es in diesem Video ganz speziell um die Problematik, wie lange darf ich denn eigentlich an einer Ladestation stehen? Wie lange darf ich dort laden? Denn ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel aus meiner Praxis, was ich jetzt am Wochenende wieder erlebt habe. Wir sind, das wisst ihr, mal wieder zu unserer Tochter nach Rostock gefahren. Laden unterwegs war überhaupt gar kein Problem. Und bei meiner Tochter gibt es zum Glück jetzt bei ihrer neuen Wohnung gleich um die Ecke eine öffentliche Ladestation, 2x22 kW. Ganz normale, klassische AC-Ladestation auf dem Parkplatz von der Kunsthalle in Rostock. Wenn ihr also in Rostock wohnt oder wenn ihr da mal vorbeikommt, genau die, da könnt ihr mal gucken, ob ich da vielleicht dann auch mal wieder stehe. So, und das Problem ist, man kommt halt dann da irgendwie abends an und das Auto ist schon relativ weit runtergeladen, entladen, möchte dann das Auto aufladen, fährt an die Ladestation und was sieht man da? Ich darf dann nur 4 Stunden stehen. Es gibt also zum Beispiel in Rostock an den Ladestationen der Stadtwerke Rostock die Beschränkung, dass man dort nur 4 Stunden stehen darf. Und zwar völlig egal, ob es irgendwie Werktag ist oder ob es irgendwie ein Wochenendetag ist, ob es tagsüber ist, ob es abends ist, ob es nachts ist. Immer nur 4 Stunden darf man dort stehen. Und das ist natürlich nicht unbedingt besonders clever gelöst, weil wenn ich da jetzt mein Auto abends um, sagen wir mal, 22 Uhr anschließen möchte, weil ich ja morgens wieder Dinge damit erledigen will, dann werde ich mit Sicherheit nicht nachts um 2 Uhr wieder an der Ladestation aufschlagen und da also nachts dahin laufen, mir einen Wecker stellen, die Familie aus dem Bett jagen und sagen, jetzt tut mir leid, ich muss jetzt mal das Auto umstellen. Dann fragen die mich natürlich alle, was mit mir nicht in Ordnung ist. Ich kann mein Auto und ich will mein Auto aber auch nicht mit 30 Kilometer Restreichweite dann da stehen lassen, weil ich vielleicht am nächsten Tag schon was geplant habe. Ich muss was einkaufen gehen, wir wollen was erledigen gehen, wir wollen irgendwo an den Strand fahren, was auch immer, spielt gar keine Rolle, völlig egal. Das heißt, ich möchte mein Auto natürlich wieder aufladen, um entsprechend dann am nächsten Tag wieder mobil sein zu können. Und das ist halt ein Widerspruch in sich. Und ich habe mir einfach mal die Mühe, den Spaß, die Freude gemacht und habe die Stadtwerke Rostock auf diesen Umstand hingewiesen, habe gesagt, wie soll das funktionieren? Und ich habe eine sehr freundliche Antwort bekommen, die sagt, naja, eigentlich reichen ja 4 Stunden aus, um ihr Auto wieder vernünftig aufzuladen. Ja, natürlich, in 4 Stunden kann ich dann ungefähr 40 Kilowattstunden einladen. Das ist super. Damit wäre das Auto dann auch schon wieder, also voll einsatzfähig, gar kein Problem. Aber wenn ich mich da um 22 Uhr oder um was weiß ich wann anschließe, will ich eben nicht nach 4 Stunden hinlaufen müssen, weil das ist einfach nicht, das ist Unsinn, das funktioniert nicht, ja, das macht keiner. Und ja, die Stadtwerke haben mir in diesem Brief auch geantwortet. Wir haben gesagt, ja, sie verstehen schon das Problem und sie werden versuchen, auf eine Änderung hinzuwirken. Jetzt frage ich mich natürlich, ich verstehe auf der einen Seite den Ansatz zu sagen, die Leute sollen da nicht ewig rumstehen, vor allem auch nicht vollgeladen rumstehen, da soll ja der nächste Kunde wieder laden können. Nur wenn ich jetzt die Situation habe, dass ich vielleicht, sagen wir mal, ich komme um 21 Uhr dahin
und sage, okay, gut, ich kann mir ja vorstellen, mich nochmal eine Stunde hinzustellen, dann gehe ich eine Stunde später nochmal mit dem Hund hin und auf dem Rückweg fahre ich das Auto nach Hause. Aber dann habe ich nur 11 kW geladen und das heißt für die ja auch weniger Umsatz. Und dann werde ich wahrscheinlich am nächsten Tag mein Auto nicht an dieser Station weiterladen, sondern mir vielleicht irgendwo einen Schnelllader suchen, um dann, weil wir ja dann irgendwas erledigen wollen, dann noch mehr Kilometer einzuladen. Das heißt, das ist eigentlich kontraproduktiv für das, was man sich eigentlich bei dieser Beschränkung gedacht hat. Also man kriegt nicht mehr Kunden, sondern im Zweifel sogar weniger Kunden an die Ladestation. Und ich frage mich natürlich, wenn ich mich da abends um 22 Uhr ranstelle, ob das jetzt nicht eventuell das geringere Übel ist, dass man tagsüber die Leute nach 4 Stunden oder in Hamburg nach 2 Stunden wieder wegjagt, damit der nächste da hinstellen kann, kann ich ja in gewisser Hinsicht und an bestimmten Stellen nachvollziehen. Aber wenn ich mich um 22 Uhr an eine Ladestation stelle, dann bin ich wahrscheinlich jemand, der da zu Gast ist oder der da wohnt, sprich jemand, der dort übernachtet. Und dem kann man doch dann durchaus zugestehen, dass er da bis morgens um 8 stehen bleibt, um sein Auto entsprechend vollzuladen. Und dann habe ich entsprechend auch den Umsatz gemacht, weil ansonsten wäre der ja vielleicht nachts um 23 Uhr gar keiner gekommen. Also wer kommt denn, also ich glaube, dass nachts um 2, wenn ich da gerade weggefahren bin nach den 4 Stunden, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, vielleicht an einem Tag im Jahr nochmal jemand kommt, der sagt, hey, es ist 2.05 Uhr, super, da ist gerade die Ladestation frei geworden. Das kann passieren, muss aber nicht unbedingt passieren. Und der andere Fall, dass tagsüber jemand sich ärgert, dass das Auto nach 4 Stunden nicht weggefahren ist, wird wahrscheinlich viel häufiger vorkommen. Und es ärgert mich einfach, und das sind so Punkte, die ich ja auch immer im Wort zum Freitag aufnehmen möchte, es ärgert mich einfach ungemein, dass hier nicht praxistauglich gedacht wurde, und zwar von Anfang an nicht praxistauglich gedacht wurde. Weil ich meine, das weiß man doch. Das ist doch irgendwie logisch. Oder sehe ich das falsch? Wie seht ihr das? Also, wie gesagt, auf der einen Seite haben wir diese Verwirrung in jeder Stadt, überall, in jeder Kommune ist es irgendwie anders beschildert. Manche haben eine Zeitbeschränkung, andere wieder nicht. Manche haben die 2 Stunden, andere haben sie 4 Stunden. Bei manchen ist dann abends ab 18 Uhr kannst du laden, solange du willst, bis morgen um 8. Bei anderen hast du immer diese 4 Stunden Beschränkung. Also dieses Durcheinander versteht doch sowieso kein Mensch. Und man muss sich doch an der Praxis orientieren. Was die Leute, also wie die Leute das dann auch tatsächlich nutzen. Und wie gesagt, nachts um 2 oder selbst nachts um 1 oder selbst um 24 Uhr habe ich eigentlich wenig Bock, dann nochmal die 500 Meter zur Ladestation zu laufen, auch wenn es nur ein paar Minuten dauert, um das Auto dann wegzustellen, weil das ist Unfug, ja. Wie denkt ihr denn darüber? Wie ist denn die Situation bei euch in der Gemeinde, in der Kommune, in der Stadt? Gibt es bei euch auch so eine sinnlose, scheinbar sinnlose Beschilderungsblödsinn mit Parkzeitbeschränkungsblödsinn oder nicht? Ist es bei euch clever gelöst oder nicht? In meiner Kommune, Kleinmachnow, ist es, finde ich, eigentlich ganz gut. Da steht halt da während des Ladevorgangs, wobei, klar, Ladevorgang ist gesetzlich bisher nicht definiert. Also da kannst du dann im Prinzip dein Auto stehen lassen, solange du willst. Wie auch immer. Aber wie seht ihr das? Ich wäre gespannt. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, welche Regelung für euch am besten wäre. Und lasst uns darüber mal diskutieren. Das soll es für dieses Wort zum Freitag sogar schon gewesen sein. Hey, unter 10 Minuten. Wunderbar. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Wort zum Freitag, zur nächsten Live-Sendung, wie auch immer. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Ciao, ciao.